I've been based in Georgetown, Tanawa for a number of days now. Although this remote province avoided the type of destruction seen elsewhere in the region, there has been an almost complete breakdown in the rule of law. Terrorized by a criminal gang known colloquially as Syndicate, the Horizon Islands' under-equipped gendarmerie have long been at breaking point. Driven by a hardened inner circle of paramilitary rebels, Syndicate have seized upon the chaos. Okay, let's get started. What's the latest agenda? Well, we definitely kicked the hornet's nest. Wasn't that the point? Well, sure. I guess we were just taken aback by how many of those little fuckers came crawling out. So, as you can see, traffic's increased massively. We've been filtering out any actionable intel and got a few decent hits. Details? Mostly confirmed our previous knowledge. Very dispersed structure. Lots of people expecting hardware deliveries. Lots of egos to smooth over now. Warlock must have a lot on his plate. Yeah. Many demand a response. They want to hit the multinationals. Who? Dolt Green? Sure, and the rest. Everyone's a target. Anything concrete? Not exactly, but intel points to a high-level meet. Warlock. Looks like it. Blue Cap provided a location. Can you bring it up? One sec. Compound's here, east of this remote village. We have assets en route to the area now. Their insertion should be here. What's the execution? This is a snatch and grab. Sounds simple. What about NATO support? We're talking about inner circle leadership here. Ex-paramilitary types. They'll spook, easy. Small strike team's got a better chance of getting the job done. We'll get in and out with our boats. Your call. I'll connect the feed. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Arma 3. Und zwar der vierten Mission vom Apex-Protokoll. Herz der Dunkelheit. Ja. Ja, letztes Mal war ja schon ziemlich haarig die ganze Sache, aber diesmal wird das doch ein bisschen schwieriger. Wir werden hier abgesetzt und müssen dann in einen von diesen Compounds hier müsste Warlock stecken, den wir ja mehr oder weniger entweder gefangen nehmen sollen oder wir machen ihn einfach weg. Keine Ahnung. Ich bleibe auf jeden Fall auch als Schütze. Das wird so nicht leicht, würde ich mal sagen. Der Weg, ja. Und dann sollen wir irgendwie uns zurückziehen und sollen dann uns irgendwie mit Raider One treffen, aber ich weiß noch nicht wo. Ich weiß nur, dass wir einen Abgang machen müssen. Nach hier runter irgendwo. Und dass dann hier irgendwo das Fahrzeug steht. Aber ich glaube, das geht nach da. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo da, entweder hier oben oder irgendwo da unten soll das Fahrzeug sein, das uns dann hier rausbringt. Ja, dafür sollten wir dann aber erstmal die Mission schaffen. Das heißt, ihr seht es hier. Ja? Die Mission. Wir werden die LZ da unten, ne, südlich des Zielgebiets, also hier. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Die Durchführung halt, Zielgebiet sichern, Warlock gefangen nehmen und zum Exfiltrationspunkt. So, wir dann. Der ist dann hier. Hier ist der Exfiltrationspunkt. Ja, da. Okay. Warlock gefangen nehmen. Alles klar. Signal. Raider 1. Wir sind Raider 2 und Watchtower natürlich. Die sind auch dabei. Ja. Die Rocklady dabei. Ich dabei. Es wird nicht leicht, würde ich mal so sagen. Aber ich denke, da sehen wir die Add-ons, die wir dabei haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir werden es schaffen irgendwie. Es wird, also ich sag eins, es wird nicht leicht. Ne? Besonders wenn wir dann abhauen sollen, wird es nicht leicht. Es sind zwar nur ein paar Meter bis zu dem Punkt hier, aber tja, die werden es wohl ausleuchten. Ich lasse mich überraschen. Es wird spannend. Also, ich würde mal sagen, 20 Sekunden und dann fliegen die Kühe. Also, viel Spaß. Herz der Dunkelheit. Watchtower, Raider 1, radio check, over. Workable, wait. Just clicking on now. That's me set up at the blocking position. Raider 2 is ready to move in on Warlock now. Over. Roger.
Please step off. Out. That's in your carburetor, too. Weg ist er. Und da fliegt unser Heli davon. Und hier ist unsere Nummer 1. Unser 1. Ja, und hier ist die Nummer 2. Genau. Also. Sie haben es ja mitbekommen. Genau. Ich habe es mitgeteilt. Unser Auftrag, Warlock gefangen oder zu töten. Ja. Zu nehmen. Achso, wir müssen einmal wechseln. Ach ja, genau, wir müssen wieder das Visier ändern. Es ist ja sehr, sehr dunkel und ich denke mal, dass wir dann den Nightstalker benutzen sollten. Und jetzt seht ihr es wieder hier. Ich muss wieder links anklicken, um das auszuwählen. Also bei mir funktioniert das, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ja, ich habe mal um Hilfe gebeten, wenn jemand das weiß, soll das in die Kommentare schreiben. Okay. Also, was sagen Sie, bereit? Ich würde sagen, ich mache mein Nachtsichtgerät an, sowohl als auch, und bin dann erstmal bereit. Ja. Dann würde ich mal sagen, go. Jawohl. Sollen wir einen Bogen machen? Ja, so ein bisschen, ne? Okay. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Was haben wir denn vergessen? Funkcheck, verdammt. 1 zu 2? Ja, 1 hört. Ja, Funkcheck, okay. Ende. Funktioniert. Jawohl. Weiter geht's. Bin hinter Ihnen. Das habe ich befürchtet. In Ihrem Abgasstrahl. Ja. Haben Sie Zwiebeln gegessen? Noch nicht, aber ich könnte gleich Ihnen das beweisen, was ich gegessen habe. Oh nein, bitte nicht. Was ist das für eine Suppe, ey? Weiß nicht, was Sie gegessen haben, aber es riecht komisch. Kommen Sie mal näher ran hier. Und riechen Sie es? Gulasch? Moment, das ist doch Tzatziki, oder? Nee. Nix Tzatziki. Warum ist denn hier keiner? Ich weiß nicht. Vielleicht essen die gerade. Fuck, freies Feld. Ja, ich bin hinter Ihnen, ich sehe es. Sollen wir mal zu dem Bäumchen da? Bin ich mir geradeaus? Ja. Okay, ich gehe mal vor. Man, 75 meters, front. Sehen Sie denn? Nee, leider nicht. Hat mal durchs Fernglas, durchs Scharfschützengewehr gucken, ob ich da irgendwas entdecke. Jetzt in der Grasnarbe nichts zu sehen. Versuchen Sie auch nochmal, Sie sind weiter vorne. Also bei Ihnen ist nichts zu sehen, kann ich kommen? Ja, kommen Sie mal ran, ich sehe ja gar nichts. Wo geht? Kommen Sie im Schatten. Er hat mir was von 75 Metern gesagt. Scheiße, wären wir vielleicht von die andere Seite hingegangen, links von uns, den Baum. Sehen Sie den? Moment. Hier den links, den großen, oder was? Ja, machen Sie einen Kompass auf. Ja. 310. 310? 310.
Ich mach noch mal offen. Dann gehen wir jetzt zurück. 310. 310, okay. Ja. Den meine ich. Mhm. Wissen Sie, wo 310 ist? Ja. Wo denn? Links von uns. Deine Palmchen da drüben. Genau den meine ich. Oder wir hier vorne haben wir so einen Steinhaufen. Sollen wir uns da nicht hinbewegen? Was? Bei uns ist das kein Steinhaufen. Warten Sie mal, ich guck mal, es sieht ja aus wie ein Stein. Ja, da gibt es keinen Schutz. Hm? Ich rück mal einen vor. Verstanden. Got an enemy. Unknown contact. 100 meters front. Status? Ich sehe nichts. Wo? Da kommt einer. Down. Sehr schön. Ich hab den nicht gesehen. Kein Problem, der zwackelte hier links rum von Ihnen. Er war auf dem Weg zu Ihnen. Praktisch hinter den nächsten Busch, den sie da von sich sehen. Wenn sie weiter rüber gehen, dann liegt er da. Ich weiß nicht, ob der was dabei hatte. Ich rück mal noch einen vor. Noch Hilfe beantwortet hat. Da müsste er irgendwo liegen, links vom Busch. Ja, ich sehe ihn. Ich guck mal nach. Verstanden. Ja, Munition hat er. Ja, verstanden. Wo geht? Ja, kommen Sie auf meine Höhe, bitte. Ja, bin da. Ich hab dem einen, das wollte ich gerade Sicherungskasten sagen. Ich hab dem einen Kasten geklaut. Der hat nämlich Verbandskasten dabei gehabt. Wollen Sie ihn haben? Ich krieg den wieder nie aufgenommen. Ich habe das Mausproblem ja immer noch. Können es gerne ausprobieren. Das hat mir ja wir testen mal das mal gut an eben. Wir bleiben mal hier. Kommen Sie mal ein bisschen näher ran hier. Ja, ich bin bei Ihnen. So, liegt am Boden. Können Sie sich nehmen? Oh, wow. Entschuldigung. Ich habe aber auf den Boden geschossen. Alles gut. Haben Sie? Ja. Gut. Hier da hinten Gebäude. Ja, wir sollten mal hier rüber. Hier rüber? Ja, hier rüber. Links rüber oder rechts rüber? Ich würde zur Palme geradeaus sagen. Nee, das ist zu knapp. Okay. Nee, wir gehen jetzt hier schräg rüber. Kommen Sie mit. Okay. Los. I've got a visual. Man, 75 meters. Front. Down. Sehr schön. Aber jetzt sind die wach. Ja, die sind wach. Die haben uns durch den einen schon gesehen. Shit that happens. Mal aufpassen. Wo geht? Contact, AT Soldier. Stellung, runter. Irgendwo soll hier einer sein, sagt er mir gerade. Ja, ich hab den im Visier, ich hab den. Down. Sauber. Da rennt noch einer geradeaus. Ja, sehe ich. Ich den nicht, der geht links rüber. Kommen Sie mal hier in Schatten. Schön im Auge behalten. Ja, der wackelte schon raus. 100 Meter. Ja. Sehe ihn nicht. Irgendwo wird er sein. Ah, ja, der wird gleich vor uns sein. Hab ich
das Gefühl. Vielleicht mehr Dixie-Klo an, aber nicht links vom Dixie-Klo. Ja, ich guck mehr links davon. Nicht, dass ich auch umgehen will. Es besteht die Gefahr natürlich, dass der jetzt den Roland abknallt, ne? Ja. Hier nix. Ich auch nicht. Shit. Ich sehe nichts. Nichts sehe ich. Nichts. Nein. Negativ. Keine Sicht. Hier ein Trike. Ja. Langsam vorrücken, was meinen Sie? Schwierig. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe ihn. Bitte? Ich hab ihn. Ich hab ihn im Visier. Bei uns? Der ist völlig desorientiert. Wo ist der denn? 320 ungefähr. Dixie? 320. Okay, ich gucke. Da ist der rumgerannt gerade. Links am Busch, ja. Völlig desorientiert, ja. Ich dreht er nicht völlig am Rad. Ach, hat er ja schon. Der war aber für einen sauberen Schuss, weil er zu weit weg. Verstanden. Ah, die siehst du im letzten Moment, ey. Geh mal hier zum Steinhaufen rüber, ist das okay? Ja, versuchen sie es. Da hinten rennt er. Ja. Und Dixie. Glaube ich. Wenn das keine Mücke war, war er das. Down. Sauber. Den habe ich jetzt so schnell nicht sehen können. Sollen wir links zum Gebäude rüber dann? Moment. Ist da noch einer? Scheint soweit sicher zu sein. Im Moment hier auch keinen. Rücken Sie mal vor zu dem Steindings da hinten. Da, wo Sie hinwollten. Ich bin an dem Steindings. Ach, das Ding? Und dafür fragen Sie mich? Ja. Weil wir unter meinen standen jetzt. Das war mir jetzt ein bisschen zu un... Auf zum Gebäude. Ja. Verstanden. Sicher soweit. Geh mal rein. Ja, vorsichtig. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das alles war. Und? Sauber. Nur Munition und so ein Gedönse hier. Sonst nix, ne? Da ist noch ein Zielfernrohr auf dem Tisch. Okay. Sollen wir jede Hütte mal durchsuchen? Können wir gerne machen. Ich hoffe ja nicht, dass wir da irgendwie eine Überraschung kriegen. Ich hoffe es auch nicht, Herr Hoxton. Okay, dann go. Stopp. Gegner links. Über Funk. Gegner down. Links von uns war einer. Sehr gut. Auf meine Position. Ja, weil ich beim Gehen nach links geguckt habe, habe ich den gesehen. Super. Wäre gar nicht aufgefallen, er war lautlos. Okay, wir gehen hier links rum, rechts rum, ums Gebäude. Verstanden. Ist da einer drin? Nein, da ist nichts drin. Ihre Hunde? Ja, ich auch. Ist das ein Sniper da hinten? Nee. Okay, gut, los geht's.
hinter ihnen. Gehen Sie ins Gebäude. Und rein. An open flame in a wooden house. That's smart. Sauber. Ich lösche das Feuer hier drin. Ja, verstanden. Sie wissen, wie es geht? Feuer ausmachen? Ja. Oh! Soldier. Wo sind Sie? Wo ist der? Ich sehe ihn. Sie sehen? Ja. Den nehme ich nicht. Oh, das Schöne sieht mich nicht. Hat der auf mich angelegt, ja? Bleib da drin. Nee, der hat auf mich geschossen. Ich höre Schritte. Dann. Lad nach. Ja. Ich mach mal den Kompass auf. Die Schüsse kamen aus. Ja. 18 Grad ungefähr. 18 Grad? Ja. Okay, verstanden. Hinter den Kisten, also irgendwo da. Ja. Aber der bewegt sich ja, denke ich mal. Soll ich mal das Feuer ausmachen? Nee, komme ich nicht hin. Ne? Nee, da sind sie tot. Geh mal hinten ins hinteren Bereich, vielleicht sehe ich da was. Ich treff den nicht. Ich weiß, wo er ist, aber ich treff ihn nicht. I see movement. Ich hab ihn. Nein, hast du nicht? Nein, der ist noch hier. Ich hab aber einen erwischt. Ich kann ihn nicht töten. Down. Jawohl. Einen habe ich auch erwischt. Der stand hinten im Feld. Okay, kommen Sie raus langsam. Sauber gemacht. Der hat da hinten gestanden, da. Ja, der war hier hinter den Kisten. Ja, und der andere hat weit hinten gestanden, so 100 okay. Meter dahinter. Einmal zum Fahrzeug. Moment, einmal die Lampe ausschießen hier oben. Ja, ich mach. Aus. Ja. Einmal zum Fahrzeug. Kästen holen. Dann, wenn ich das kann. Können Sie zwei Stück nehmen? Wenn ich das kann. Ja klar. Soll nicht das Problem sein. So Leute, ihr seht es. Es ist ein Problem. Ich gehe auf Trägeraufsatz. Ich habe den ausgewählt. Er kann den Kampfhelm auswählen. Trägeraufsatz, aber er nimmt die Kiste nicht raus. Heißt, warte mal, Moment, ich muss die auch hier. Ach so, muss ich das machen. Okay, ich bin da zu weit rüber gegangen. So, und der muss da rein. Ja, doch, geht. Ich muss den nur links anklicken. Das war das Problem. Okay, ich hab's. Okay, super. Standby. Jawohl, Standby.